es hätte fast gepasst, aber es gibt nur ein Problem. Es hätte fast gepasst, ja doch du findest mich nicht schön. Es hätte fast gepasst, das konnte wirklich jeder sehen. Es hätte fast gepasst, du willst ne andere, okay. Ich schäm mich nicht für was ich fühl, ja crushen, jeder kennt das. Und dann weißt du auch, da ist ne Tür, wenn deine Meinung sich mal ändert. Baby, sag doch bitte noch was an, dass du dich noch erinnerst. Ja, ich wein so viel, weiß nicht wohin mit mir, weil du mich einfach nur verwirrt hast. Viele Leute um mich rum, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, doch mit dir finde ich mich trotzdem immer wieder nur allein. Bin noch nicht sicher, was ich will. Ich glaube, hauptsächlich da sein, denke ich mir jedes Mal aufs Neue in der Bahn auf der Fahrt heim. Es hätte fast gepasst, aber es gibt nur ein Problem. Oh Mann, es hätte fast gepasst, ja doch du findest mich nicht schön. Ey, ja, es hätte fast gepasst, das konnte wirklich jeder sehen. Oh Mann, es hätte fast gepasst, du willst ne andere, ist okay. Ey, ja, es hätte fast gepasst, aber es gibt nur ein Problem. Oh Mann, es hätte fast gepasst, ja doch du findest mich nicht schön. Ey, ja, es hätte fast gepasst, das konnte wirklich jeder sehen. Oh Mann, es hätte fast gepasst, du willst ne andere, ist okay. Enttäuschung macht sich breit im sonst ganz leeren Abteil. Sie setzt sich neben mich und quatscht mich an. Ja, ich muss los, keine Zeit. Bin ich mit dir, dann will ich besser sein. Ich schaff's nicht allein. Nein, ich schaff gar nichts allein. Alle meine Freunde wissen besser, was ich tun soll. Ich hab keine Ahnung. Wunderschönen guten Abend, liebe Leute aus dem Internet. Herzlich willkommen zurück zu der diesjährigen letzten Folge von Custom Eddy Live. Chris ist auch wieder an meiner Seite. Ihn konntet ihr quasi schon am, war das Freitag? Ich hatte es war Freitag, glaube ich. Am Freitag beobachten, wie er seinen Geburtstag zwar alleine, aber doch nicht ganz alleine gefeiert hat. Ja, haken wir mal direkt ein. Wie geht's dir? Ich sehe, du sitzt hier wieder. Das ist genau diese Frage, die ich befürchtet habe. Nee, ich bin glücklich, zufrieden, dankbar. Wir haben insgesamt 460 Euro sammeln können. Krass. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ist sehr lustig, was alles so passiert ist. Wie viele Leute mit dabei waren tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet, war aber schön. Ja, und gegen Ende hin wurde es halt ein bisschen schwieriger mit dem Reden, aber das war dann, glaube ich, einfach zu lange. Ja, gut. So von der Zeit her, ne? Also an was anderes kann es auch nicht gelegen haben. Ja, also war dann für irgendwann für alle die letzte Stunde. Ne? Wir haben dich ja immer schön ein bisschen überrascht, indem wir das Schleus-System eingeführt haben mit den Gästen. Weil wir müssen, das erwähne ich jetzt auch direkt mal, die heutige Show wird ein bisschen minimalistischer. Heißt in dem Fall, es gibt keinen Live-Musik-Act. Das tut uns auch unfassbar leid. Also uns tut es leid, weil wir es euch nicht zeigen können und gerade machen können. Und dem Künstler, den Künstlern, den wir eingeladen hatten, für die tut es mir halt auch leid. Wir müssen momentan sehr, sehr, sehr Corona-konform arbeiten. Also wir haben es vorher auch schon getan, aber jetzt halten wir uns an die verschärften neuen Auflagen. Und dementsprechend gibt es dieses Jahr kein Musik-Act mehr von unserer Seite aus. Dafür haben wir aber trotzdem einen netten Gast, den Kämpfer vom Out of Dark. Den werdet ihr später kennenlernen. Und wir haben ein, zwei Musikclips, wenn ich mich nicht irre, die wir euch dann zeigen, damit ihr wenigstens ein bisschen das Gefühl von Live-Musik bekommt. Ja, aber wie gesagt, Freitag, wo du es gerade gesagt hast mit den Spenden, das finde ich echt krass. Also hier nochmal Applaus, ne? Für alle, die gespendet haben. Das Ziel war 500 Euro, es sind 400... Wir sind kurz davor. Genau. Ihr könnt auch weiterhin spenden, ne? Der Link ist in dem Video, also beziehungsweise in der, Video, 40 Jahre in der Beschreibung, in 40 Jahre live Stream. Da findet ihr den PayPal-Link. Und wo wir gerade beim leidigen Thema Spenden und Geld sind, auch wir sind von solchen Aktionen natürlich nicht befreit als mediengestaltende Menschen. Wir haben auch einen Link, auf den ihr spenden könnt, bei Start Next hinterlegt. Den findet ihr auch in der Beschreibung von dem Video. Wir wollen aber nicht einfach nur euer Geld, also das nehmen wir auch sehr gerne, aber wir bieten im Ausgleich dazu auch Dinge an, wie zum Beispiel vom einfachsten Dankeschön-Video bis hin zur Möglichkeit, auf dem nächsten Back to the Stage Festival zu spielen oder ein Musikvideo produziert bekommen. Wie so ein Video dann aussehen könnte, zeigen wir euch dann nachher in einem der Clips, die wir einspielen werden. Ja, schaut es euch an, wenn da irgendwas dabei ist, wovon ihr glaubt, dafür bin ich bereit, Summe X zu spenden, macht das gerne. Ihr könnt auch so jeden Betrag, der euch noch über ist, spenden. Um uns unserem Ziel ein bisschen näher zu bringen. Der Betrag, den wir da angepeilt haben, sind 1.500 Euro. Das deckt halt quasi so die Fixkosten, die wir haben.
damit wir das Ganze halt weiter betreiben können. Wie gesagt, schaut es euch an, guckt, ob ihr irgendwas bei den Angeboten findet, was euch anspricht, und dann bucht ihr diese Option sozusagen. Ne, daher, ich bin sehr gespannt, was noch passiert. Manches, es wurde schon was gebucht. Und ja, schauen wir mal. 29 Tage läuft das Ganze noch. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Aber es freut mich mega, dass es so erfolgreich war und dass du auch so viel Spaß hattest. Den hatte ich ja. Ich habe ja dann das Ganze für dich beendet. Das war sehr lustig. Ja, ich war auch erstaunt über die Sachen, die du so stellenweise geschenkt bekommen hast, wie dieses Kackspiel mit diesem fliegenden die Kackhaufen. Ja. Ja. Da hatte ich auch noch sehr viel Spaß mit. Das glaube ich gerne. Oh, meine Güte. Ich überlege gerade, wir haben ja dann noch, trotzdem noch Sendungen dieses Jahr, richtig? Genau. Es gibt jetzt, jetzt die kommende Woche, gibt es ein Jazzkonzert. Dann haben wir noch gegebenenfalls deine Spende, Bierverkauf, ja. Den Bierverkauf. Und wir machen einen Jahresrückblick am 31. Ja. Indem wir einfach nochmal das Jahr, was für uns halt sehr stürmisch und wild war, weil wir ja in diesem Jahr entstanden sind, ist auch sehr, sehr viel passiert, sehr viele Videos, sehr viele Künstler, sehr viel alles. Und das wollten wir einfach mal so ein bisschen summieren und euch dann präsentieren, damit ihr einfach mal sehen könnt, was über das Jahr so passiert ist, weil es war wirklich extrem viel. Also ich glaube, weit über 40 Künstler, diverse Gäste, Streams, Konzerte, Begegnungen, das war wild. Wir haben das auf jeden Fall das Beste aus der Zeit gemacht, in den Möglichkeiten, die wir hatten, würde ich mal sagen. Aber ist dir aufgefallen, wir haben ja das Set mehr oder weniger so gelassen wie am Freitag. Aber ich habe ein bisschen karibisches Feeling reingebracht. Richtig, richtig. Weil wir haben auch ausnahmsweise heute keinen Strand, aber wir tauschen den Strand gegen was, ich finde, für dich definitiv gleichwertiges, gegen eine Theke. Das heißt, du darfst dich gerne gleich an die Theke begeben und dann tun, was man an der Theke tut. Das mache ich sehr. Ich glaube, du kennst dich aus. Ich bin vom Fach. FF vom Fach. Ja, dann geh ich mal rüber. Ja, gerne. Kennst dich noch aus, weißt noch, wie es funktioniert alles. Ich sehe auch, du hast den passenden Zwirn dafür an. Ja, geht noch. Tipptopp, ey. Ich habe mir schon echte Sorgen gemacht, dass du vielleicht einen Finger verstaucht hast am Wochenende oder so. Weil zu vielen Bierdosen. Aber wenn du da gerade schon sitzt und quasi ready bist, würde ich auch jetzt gerne den eben von mir angesprochenen Kämpfer reinholen. Der erzählt euch mal, wer er ist. Vielleicht, wenn ihr aus Köln seid, kennt ihr ihn schon. Wenn nicht, werdet ihr ihn jetzt kennenlernen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Sagt der gute Kämpfer, ist Besitzer eines Kultladens, dem Art of Dark. Aber dazu wird er euch einfach gleich mehr erzählen. Chris kennt ihn auch. Wir kennen ihn beide schon relativ lange. Und das ist er auch schon. Grüß dich. Nimm gerne in der Mitte Platz. Wie geht's dir? Gut, es ist sehr heimelig hier. Ja? Ja, das freut mich. Ja, den kennt man ja auch. Hallo, Herr Strapsenkönig. Prost. Moin. Ja, ich hatte es eben schon gesagt, du bist kein unbeschriebenes Blatt, zumindest in Köln. Du besitzt seit 1994 das Art of Dark. Genau, kleiner Grufti-Metal-Laden am Rathenauplatz. Und da versuchen wir, die Leute glücklich zu machen. Für Klamotten, Schmuck und Gedöns. Ja. Ja. Klappt ja noch. Ja, ja, definitiv, definitiv. Und wie ist es dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich mache jetzt einen Laden auf mit Klamotten für die schwarze Szene? Also tatsächlich war das eine sehr komische Idee, weil ich habe immer schon mal so Comics gemalt für uns und Grufti Comics. Ja. Und habe halt so ein kopierte Heftchen oder gedruckte Heftchen im Club verteilt. Mhm. Und ein Kumpel von mir, der meinte dann, mach das doch mal professionell. Ja. Und waren noch ein paar Seiten frei. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, gucken wir doch mal, vielleicht findet man ja irgendwie noch Schmuck in der Richtung für die Szene, dass man das irgendwie noch mit reinbauen kann. Ah. Ja, und der, auch ein Eddie, mein ehemaliger, späterer auch Geschäftspartner, der hatte halt eine kleine Garage. Mhm. Und dann haben wir einfach gesagt, wenn die Leute den Schmuck nicht bestellen, können sie vorbeikommen. Hm. Ja, und sollen die halt an die Garage kommen. Geil. Und das war halt in Nippes hier in Köln. Hm. Dann der Witz war halt eben, ihm gehört ein Zooladen. Hm? Die Garage war auf der anderen Straßenseite. Ach, okay.
Und dann durch die Comics und durch die Flyer-Verteilung wussten die Leute halt, da muss wohl was geben. Mhm. Und ich habe dann im Zooladen gesessen, habe ihm da so ein bisschen geholfen und immer wenn ein Groove wieder lang kam oder so, musste man raus. Das war kurz weg. Genau. Und dann ja die Garage aufmachen bzw. sagen, hey, ihr wollt bestimmt zum Art of Dark. Mhm. Das Garagentor auf und dann hat man dann halt so ganz sporadisch ein paar Regale drin. Ja. Und das war ein halbes Jahr oder ein paar Monate auf jeden Fall der erste Laden sozusagen, das dadurch durch dieses Comic ergeben hat. Ja. Ja. Und dann seid ihr, zu was für einer wann war das ungefähr? Das war 94. Ach, das war 94 und dann seid ihr auch quasi im selben Jahr rübergezogen da an Rathenauerplatz? Nee. Ach, das war schon da? Nee, das war in Nippes, wie gesagt. Ja. Das war. Ach, stimmt, sorry, ja, ich war gerade durcheinander. Passiert. So hört das Wochenende. Nee, dann haben wir da drei Häuser neben der Garage und einen kleinen Laden gehabt. Hm? Kurz danach und. Ich weiß nicht, das Lalik kennst du ja wahrscheinlich, ja. Das alte Lalik. Definitiv. Das ist ja immer schon so ein kleiner Grufti-Laden, mhm. So ein Club gewesen. Und da haben wir halt immer viel gefeiert. Ja. Und daneben war ein Blumenladen. Aber kein Friedhof. Und da dachte ich immer, wer kauft Blumen? Ja. Wenn er, also war für mich nicht klar, warum man so einen großen Blumenladen da hat. Und da habe ich dann einfach mal den Chef von dem Club gefragt, wenn der Laden mal frei würde, ob er mir mal Bescheid geben könnte. Und hat dann eine Woche später angerufen und meinte, der Blumenladen ist raus. Ja, dann haben wir mal gefragt und seitdem sind wir da. Geil. Und das war dann 96. Hm. Ich werde alt. Ja, wir können noch mal, ich habe hier so ein paar Bilder, die können wir mal auf den Flat schmeißen. Ja. Ein paar schöne Schwarz-Weiß, genau, ein paar schöne Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Laden. Dann sehen die Leute auch mal, wie es da ausschaut. Genau, neben stillen Bildern haben wir auch nachher gleich noch bewegte Bilder. Aber hier haben wir so ein bisschen, da kann man ein bisschen, ich werde mal einfach so wild drin loskommen. Also vorne, wie gesagt, sieht man ja dein Schaufenster. Man kann sich jetzt auch, wenn man weiß, dass vorher ein Blumenladen drin war, kann man sich nicht mehr vorstellen. Nee. Ja, wir haben noch schwarze Plastikrosen. ja, die halten lange, das stimmt. Genau, jawohl. Genau, das ist der Eingang, das... Muss man ja, glaube ich, auch erwähnen. Euer Laden ist ja zweigeteilt, mehr oder weniger. Genau, wir haben zwei Eingänge in dem Sinne. Vorne halt drei Räume für Klamotten. Mhm. Hinten durch im Hof ist dann der Anbau, wie hier zu sehen ist. Und dann kommen wir in den zweiten Bereich, wo dann halt Schmuck, Accessoires, Schuhe, ja, alles, was ihr so seht. Mhm. Eine Menge. Ja, ist einiges zusammengekommen und die Leute wollen ja was finden. Mhm. Na, da kann man ja nicht nur drei Teile dahinlegen. Ja, stimmt. Ja, okay, die Bilder sind jetzt... Übrigens von Belau, ne? Ja. Ein sehr netter Fotograf. Der ist auch ein paar Jahre alt, weil der Laden verändert sich ja ständig. Mhm. Also da kommt ja immer was Neues dazu und der Laden lebt, sag ich immer. Ja, das stimmt. Das kann man quasi von Jahr zu Jahr ist immer irgendwie ändert sich was optisch. Das Angebot ändert sich sowieso stetig, aber auch generell. Aber schwarz. Bleibt ja, schwarz. Ja. Was ich halt schön finde, ist, ich bin unglaublich gerne beim Camper im Laden, weil du immer was zum Gucken hast. Stimmt. Überall irgendwie glotzt sich irgendwas aus der Ecke an oder so. Das finde ich auch wichtig, ne? Dass man halt, ich finde immer Geschäfte schade, wenn man reinkommt und dann hast du da so einen Kleiderständer und ein Regal mit ein paar Sachen und das war's dann. Und bei uns hast du da tatsächlich, da musst du dir eigentlich viel Zeit nehmen, wenn du mal wieder was Neues findest. Ja. Oder auch Sachen erstmal übersiehst und dann kommt mal jemand rein und sagt, oh, das ist ja neu. Dann denke ich mir, nö, aber jetzt erst gesehen wahrscheinlich. Ja, aber... Noch schön. Soll man halt ja auch ein bisschen länger drin verweilen und stöbern. Ja, vor allem, es gibt halt alles Mögliche, ne? Von Schuhen bis Ringen bis CDs bis Patches, alles. Ja, wir haben 94 den Spruch gemacht, alles für die Szene. Mhm. Beziehungsweise auch dann irgendwann mal in der Werbung, alles, was das schwarze Herz begehrt. Ja. Und da gehört ja wirklich alles dazu. Das von Make-up über Schmuck über Schnickschnack. Ja, dass da jeder irgendwas findet. Aber entstanden ist es tatsächlich aus den Comics heraus, ja? Kann man so sagen. Im Grunde genommen ja. Zur richtigen Zeit irgendwie hat das irgendwie geklappt. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde mit einer Garage. Also die Leute sind wahrscheinlich, also da war ja neulich das Online-Angebot da, sage ich jetzt mal. Da musste man halt irgendwie ein paar Meter fahren, um halt irgendwie einen Grufti-Laden oder was zu finden. Mhm. Und dann haben sich die Leute halt eben aufgemacht in eine Seitenstraße in Köln-Nippes, um das Ding zu finden. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch relativ nicht versteckt, aber nicht an der großen Straße. Nö, nicht zwingend. Ne. Man muss halt ein bisschen gucken, wo man hin muss, aber man hat auch seine Ruhe. Mhm. Das finde ich wichtig, ne? Dass dann eigentlich nur die Leute kommen, die auch Bock drauf haben. Richtig. Ne, die Lage ist schon, also wie gesagt, ist eigentlich recht easy zu erreichen, ne? Für die Leute, die aus Köln kommen, mit der 1 oder was ist das, 7? Kann es sein?
197, alles was am Zülpicher Platz hält. 15:12. Ja, 15:12. Südbahnhof. Und dann keine 5 Minuten zu Fuß. Also sehr, sehr easy. Und schönen Aufblick Ausblick auf den Park. Da stimmt. Wir haben ja gegenüber einen ganz tollen Park. Ich liebe eure Fensterbank. Ich bin da unglaublich gern. So, wenn Sommer ist, man läuft vorbei, man kommt nicht einfach so vorbei. Ne? Man setzt sich erstmal hin. Genau. Ein bisschen. Ich finde das ganz gemütlich. Ich mag sowas. Und du hast ja auch eben, bevor wir mal zu bewegten Bildern kommen, deine Comics angesprochen. Von denen hast du mir welche zukommen lassen, damit die Leute mal sehen, der Rede von Comics, was meint er denn? Ja. Das Ganze sieht dann in etwa so aus zum Beispiel. Genau. Ja, das sind so halt mal ein paar Cartoons, hat immer irgendwie in der Schule schon rumgekritzelt und irgendwann hat er natürlich auch das, was man in der Szene so erlebt zum Teil, umgesetzt. Mhm. Oder ein bisschen Schrott, den man im Kopf hat, aber zum Papier gebracht. Ja. Du hast ja auch ein oder zwei Bücher voll mit Comics, die du auch tatsächlich sind es vier. Oh. Also, es gab einfach so einen kleinen Karton, so ein Schwarz-Weiß-Buch, damit hat es wie gesagt angefangen. Mhm. Daraufhin habe ich halt, wie gesagt, mit dem Eddie damals gequatscht. Mhm. Dann kam immer, wenn es dunkel wird, so schwarzes Köln. Das war der erste Band, also der in einem A4-Format, wo dann hinten drin noch der Katalog mit dabei ist, mit dem Schmuck. Ah. So, und dann 4 Jahre später haben wir dann einen zweiten Band rausgebracht. Mhm. Hieß dann Party in Leipzig, da ging es ums WGT. Ja. Den ganzen Irrsinn da, wenn immer alles schief läuft oder was da so passiert ist halt beim Zelten oder wenn auch bei Glatzen im Anmarsch waren. Ja, ja, stimmt. Sowas wurde damit reingebaut. In Leipzig ja nicht und ungewöhnlich. Auch ein stark übertrieben. Ja, und dann auch schon wieder 3 Jahre her das dritte Comic. So, und das waren halt die Gruft, die Comics. Ja. Genau. Übrigens, der Chris kann dir auch gerne, abgesehen von dem Getränk, was du hast, auch irgendwas kreieren. Kredenzen, ja, ich habe gehört, der kann das. Cola, da hat der immer nur Bier, oder? Warum Cola hätte ich jetzt hier? Also eben habe ich mal geschaut in deinem Sortiment, da hast du nur so ein Braun. Coconut rum mit Cola? Nee, rum mit Cola nicht. Also ein, oh, kriegen wir so gleich so billiger recht. Mit Cola ist gut. Aber ist auch egal, ich habe ja noch genug. Also. Ansonsten kannst du mir eine Rum mit Cola machen, da bin ich voll dafür. So. Ja? Wenn du weißt, rumkugeln tun rumkugeln. Ist das der Rum? Ja. Ist das der von Freitag? Ja. Du erinnerst dich noch, schön. Noch was drin? Ja, mein Körper hat mir gerade eine eindeutige Reaktion gegeben. Der war total lecker. Ich glaube, du schwindelst gerade ein bisschen, das ist mir aber egal. Nee, niemals. So, es gibt ja aber nicht nur Bücher, es gibt ja auch noch Kalender und... Ja, jede Menge Schnickschnack. Also wir machen halt, haben jetzt einen Kalender gemacht für 2021 und wir haben Postkarten, die machen wir halt. Also ich denke, wenn man ein bisschen was rumzeichnet, dann kann man das ja auch. Ja, also an Bildern, also ich weiß ja, wie viel es, also ich weiß nicht genau, wie viel es gibt, aber was ich echt cool finde an den Zeichnungen ist halt, sind nicht nur einfach irgendwelche blöde Laien, sondern halt auch oft halt mit Hintergrund Politik oder Weltgeschehen, was ja gerade hier irgendwie Robert Bracksmith. Genau. Ja. Ja, die Anspielung ist klar. Ja, aber wie gesagt, manche Ideen kommen halt ja, durchs Leben, sage ich jetzt mal. Entweder jetzt hier bei die Nachrichten, obwohl machen wir doch mal einen. Ja. Alleine trinke ich es ja langweilig. Ich habe doch gesagt, der Job hat ordentlich. Also, aber viele Cartoon-Ideen kommen ja tatsächlich, weil man viel weggeht. Mhm. Na, okay, jetzt im Moment ist man ein bisschen weniger unterwegs. Ja gut, das wie alle im Moment. Ne? Ja, aber es gibt halt immer so viele Situationen, wo man dann denkt, so haha, das musst du mal irgendwie festhalten. Mhm. Und ja, oder sowas halt, das, wenn man halt ja, so Wortspiele, die man dann ja, hat. Ja, klar. Nur ist meine Frau sehr kreativ und da kommt man halt auf so blödsinnige Ideen. Genau, der ist ja sogar jetzt vom 8.2020, also dieses Jahr sogar noch kreiert. Genau. Also ist von allem ein bisschen was dabei, aber ich glaube, ihr habt ja eher die aktuelleren. Mhm. Rübergebeamt. Schönes haben. Ups. Das ist aber jetzt ein älterer, glaube ich. Ne, auch 2018. Nee. Ja, ist 2 Jahre alt, genau. Es ist dieses natürliche Generationskonflikt, das Gruft ist immer, also dass sie nicht lachen dürfen. Ja, genau. Und ein Happy Meal ist natürlich dann. Du bist nicht mehr unser Sohn. Ach, danke dir. Ist ja wie im Red Rum damals, ne? Das bedient wird.
Ja, das ist nicht unweit von unserem Laden weg ist. Ja, stimmt. Davon also ganz nebenbei. Also man könnte dann in Zukunft das Art of Dark besuchen und abends vielleicht im optimalen Fall, von dem wir alle hoffen, dass der bald mal irgendwann wieder eintreten wird, ins Red rumgehen. Das ist der Plan. Ne? Also du hast ja im Grunde genommen, sind das ja nur, was sind das, 100 Meter? Ja, das ist wirklich irgendwie sowas, ja. Man kann tagsüber ein bisschen shoppen und abends dann sich gemütlich einen Drink im Red Rum genehmigen. Das waren noch Zeiten. Ein Getränk, das klappt im Red Rum immer hervorragend. Ja, ja, wie oft habe ich das gesagt? Ja, wird auf jeden Fall mal wieder Zeit und hoffen wir, dass es ganz bald mal wieder funktioniert. Ne? Ja, gucken wir mal, das wird spannend. Ja, das in dem Sinne, Prost, mal gucken, ja, was du da fabriziert hast. Zukunft schauen. Oh, ja. Welches Mischverhältnis hast du heute? Chris. Das Chris-Verhältnis. Und der Körper wehrt sich immer noch, oder? Abstoßen schlecht. Aber man kann es trinken. Das kann man auf jeden Fall, ja. Ja, und macht lustig. Aber es ist nicht besser geworden, auch nicht durch die Cola. Ja. Momentan mehr über einen Online-Versand dann? Oh ja, das definitiv, glaube ich. Das sehen wir jetzt. Also komischerweise verkauft man tatsächlich mehr im Laden. Aber online geht halt auch mal was und ich glaube, wenn jetzt die Leute eh gezwungen sind, von zu Hause aus zu bestellen, dann wird wahrscheinlich auch online wieder mehr gehen. Aber ich glaube, also viele Leute, das finde ich immer ganz schön, die kommen halt wirklich von weiter her, die dann sagen, die haben online geguckt und mögen aber dann in den Laden kommen und mit uns quatschen und ein bisschen das Ganze verbinden halt. Und das freut mich eigentlich, dass es nicht so nur dieser Online-Kram ist, sondern die Leute sagen, hey, ich mache da so einen kleinen Ausflug draus. Ja. Die kommen aus Bremen oder aus Belgien oder weiß der Henker wo. Also, ja. Es macht ja auch Spaß, mit dir zu schnacken. Du hast ja immer viel zu erzählen. Du bist ja auch so ein bisschen Integrator in dieser Szene. Ne? Du legst ja auch auf. Hast du eine Partyreihe, die unter normalen Umständen im Cage stattfindet, richtig? Auch, genau. Ja, das ist so eine Geschichte. Und ich stolper auch immer mal wieder über so ganz alte Videos und Bildaufnahmen, wo der Kämpfer dann auftaucht. Das ist ganz witzig, dann zu sehen. Ich weiß nicht, was das letzte Mal war, wo da standst du, glaube ich, oder gab es da nicht sogar mit deiner Mutter was zusammen, so eine Interviewgeschichte? Ja, das ist so ein Ding, was immer wiederkehrt, weil das Internet vergisst ja gar nichts. Gott sei Dank. Das war damals für RTL exklusiv, war das halt so ein Bericht über... das war auch ziemlich bescheuert, die Story, weil der Eddie, wie gesagt, der damalige Kompagnon, hat Kunst gemacht und hatte dann jemanden kennengelernt von RTL und wollte das in der Sommerpause, ne, wenn da eh nicht viel berichtet wird, hätte er sich gefreut, wenn die mal über die Kunst berichten. Und daraufhin haben sie ihn halt besucht und die Kunst gefilmt und gefragt, was er sonst so macht. Und er hat gesagt, ja, arbeite halt im Grufti-Laden. Oh cool, ein Grufti-Laden, da gehen wir mal hin. Ne? Wollen wir natürlich auch mal schauen. Dann haben die halt im Grufti-Laden noch gefilmt, also auch schon mal die Kunst und der Grufti-Laden. So, dann waren halt noch ein paar junge Kunden da und dann ging es halt darum, ja, was sagen die Eltern dazu und so weiter und so fort. Dann ging es darum, dass meine Mutter um die Ecke gearbeitet hat und kam mal kurz vorbei und der Typ vom RTL dann meinte, boah, das ist ja witzig, ne, der Grufti und meine Mutter, können wir euch auch mal interviewen. Ich dachte, okay, komm, wir machen mal ein Interview. Ja, und das Ende vom Lied war, wo es dann ausgeblendet, also ausgestrahlt wurde. Ausgeblendet wäre besser gewesen. Also, wo es ausgestrahlt wurde, war es halt so, dass die Kunst vom Eddie gar nicht mehr vorkam. Oh. Ne, irgendwie 3 Minuten vom Laden dann gezeigt wurden. Und der Rest, ich mit meiner Mutter am Wohnzimmertisch. Ne? Da haben wir uns alles so völlig anders vorgestellt. Video, das wird nicht Herz erweichen. Ja, und das kursiert halt immer noch klein im Internet. Ne? Ja. Gibt es denn irgendeine Story, die dir im Laden widerfahren ist, wo du sagst, so, die ist mir irgendwie hängen geblieben, irgendwie ein witziger Gast, also witziger Kunde oder irgendwie, ich weiß nicht. Also es war halt mal ein kleiner Junge, der reinkam, der sich getraut hat. Also was heißt getraut, aber es gibt ja wirklich Kunden, die kommen an die Tür, also auch Ältere. Und einer kommt rein, der zweite nicht. Und dann sagst du, ja komm doch rein, nee, ich trau mich nicht. Was ich ganz komisch finde. Und in dem Fall war es halt mal ein ziemlich kleiner Junge, so 4, 5 Jahre alt oder was. Kam halt rein, guckte so und meinte dann, haben Sie keine Angst so allein im Laden? Und das fand ich süß. Das war ja. Ach, herrlich, ja. Kleine Anekdote. Ja. Aber wir beißen nicht halt. Nee, definitiv. Also, nicht. Ja, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Scheuklappendenken von den meisten Leuten. Sie sehen also Laden dunkel, dies, das, dann hohe Stiefel oder was weiß ich. Und dann direkt so, das ist halt immer noch so ein bisschen, weil manche denken halt noch so, würde ich jetzt mal behaupten. Die Leute haben auch nur viele Vorurteile. Mhm. Ne? Also die. Wir hatten ja auch schon mal Leute, die kamen rein, also normal gekleidete 0815-Gestalten
also Frauen um die 40, kamen halt rein damals und meinten, ob sie sich umgucken können. Meinte ich, klar, mach das. Dann gucken die so und fingen dann irgendwann rumzubrüllen. Das ist verflucht, das ist verflucht. Ich meine, das ist nicht verflucht, das ist ein Kleid. Und dann ging zu einer Hose, ah, das ist verflucht. Also, und dann wollten die uns irgendwas mit der Bibel erzählen. Und, also das ist schon mal ziemlich blöd, ne? Wenn die immer denken, das geht irgendwie in Richtung Satanismus oder was. Oder manche denken, es wäre ein Sexshop. Das ist auch Quatsch, ne? Nur mal ein bisschen Latex oder Lack da rumliegen hat. Ah, genau, da sehen wir gerade auch. Genau. Das ist die Gruftibude, genau. Ja. Genau, die Zuschauer können das jetzt auch quasi gerade sehen. Alles verflucht. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Ja. Das bin ich. Auch ich habe was direkt in dem Laden gefunden, ne? Ich trage es ja auch. Ja, habe ich schon gesehen, genau. Die die habe ich gesehen, die musste ich haben. Hast du die kaputt gemacht? Die war schon so. Die war schon so. Genau. Hat jemand in feinster Kleinstarbeit für mich die Ritzen reingemacht. Ja, hier siehst du halt den ersten Teil vom Laden. Ja, vor allem, ihr habt halt mega viel. Da findest du was, wenn du was suchst. Definitiv. Ja, ich glaube, deine Frau ist auch glücklich geworden, ne? Das war die Eva, das ist die Azubine von so. Einer anderen Firma. Ja, die hat aus optischen Gründen mitgelaufen. Kein Problem. Ja, wie gesagt, wir haben halt Band-Shirts, ein bisschen Steampunk. Ja. Also, aber das Hauptaugenmerk ist halt wirklich Wave-Gothic-Szene halt. Das finde ich halt auch wichtig und das würde auch beibehalten. Was ich halt mega stark finde, abgesehen jetzt von der Ware, die er generell anbietet, ist einfach diese ganze Dekoration, die über die Jahre so gewachsen ist. Überall stehen halt so, manche Dekostücke stehen schon wahrscheinlich seit 1000 Jahren da, andere, das ist super spannend, also das Auge hat da echt viel zu tun. Ne? Mein Blondie-Shirt ist das absolute Highlight. Ja, wir haben einige coole Bandshirts da tatsächlich. Mega gut. Auch gerade aus den 80ern, weil da die Musik auch sehr einprägsam war, sag ich mal. Definitiv, oder definitiv. Mit der Startschuss für viele auch war noch, wie es sehen, also Cure, Joy Division, wie sie alle heißen und so. Ja, also, keine Ahnung, kam ein Künstler vorbei, hat uns das Bild vorbeigebracht, seitdem hängt das da. Mega. Und aber der Laden hat auch so seine Wandlung durchgemacht, der war auch mal schwarz. Also vorne war mal alles schwarz, also die Wände auch. Dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass man die Klamotten gar nicht mehr so gut sehen kann. weil vorher war ja alles vorne in dem Teil, ne? Also der ist ja gewachsen. Ja, ja. Vorne, also am Anfang hatten wir nur den vorderen Teil. Und dann hat es halt da hinten links das Büro, was jetzt auch wieder Ladenfläche ist. Und rechts hat man ganz kurz mal einen Piercer und einen Tätowierer. Ach krass. Vor Ewigkeiten. Und dann musst du alles, was du jetzt auf allen Bildern siehst, musst du im vorderen Bereich sein. Also, ja, ja, genau. Also im ersten Raum. Also Vitrinen und Regale. Und das war wirklich so vollgestellt, dass man nachher gar nicht mehr richtig treten konnte. Ja gut, das ist dann auch unpraktisch am Anfang. Das war ein bisschen, hat sich halt so ergeben. Ne? Ja, ja, sicher, sicher. Manchmal ist und es halt so. Dann wurde die Halle im Hinterhof frei und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir mal ein bisschen aus, damit man noch wieder treten kann. Ah ja, das ist die Jacke, die ich... die du dich verliebt hast. Ja, ist genau. Die ich immer noch wärmstens empfehle. Ja, ja, das glaube ich gerne. Ja, ja, ja. Die ist auch schwer in meiner Erinnerung geblieben. Ja. Nachdem Chris mich gezwungen hat, die anzuziehen. Zu Recht, weil er hat ein Auge dafür, glaube ich. Ja, es ist richtig, ist richtig. Mit roten Jacken kenne ich mich aus. Das ist, eine wahre Geschichte. Das kann ich unterstützen. Ja, wie man in meiner Reaktion sieht, fand ich die Jacke gut. Genau, gefällt dir, steht dir. Genau. Ja. Tada. Gibt es denn so eine Entwicklung, die diese Szene mit sich also mitgemacht hat? Ich glaube, so die Anfänge in Köln waren so der alte Wartesaal, oder? Wo das. Wartesaal war unter anderem genau. Da war auch schwarze Party da, aber samstags irgendwie. Genau. Genau, das stimmt. Was gab es denn da noch? Da waren ja noch so ein paar Sachen. Zwischenfall in Bochum, wo wir hingefahren sind. Also der Link gab es ja auch schon. Gibt es auch seit 83. Dann gibt es noch diese Schwarz-Bunt-Treffen, die ich immer ganz lustig finde tatsächlich. Das Domplattentreffen, ja. Oder? Da war ich das erste Mal, ich glaube 89, keine Ahnung. Da habe ich noch angestanden für Bananen, ja. Ja, aber ich habe angestanden, um den nächsten Zug zu kriegen, weil ich mich auf der Hinfahrt so abgeschädelt habe, dass ich gar nicht das Treffen mitbekommen habe, das allererste. Das hat mich ein wenig geärgert. Hat man so fröhlich vorgefeiert im Zug und kam dann nach Köln und dann hat man gemerkt, okay, den Tag überlebt sind nicht unbedingt, also gehst du lieber aufs andere Gleis und fährst wieder nach Hause. Ja. Aber das Jahr darauf habe ich dann mitbekommen und das war echt geil. Also es war ja noch richtig voll damals, ne, mit vielen hunderten Schwarzen.
Habe ich leider jetzt keine Bilder, hätte ich mal mitbringen können eigentlich. Ne? So. Ja, aber die gibt es ja auch immer noch. Ne? Also jetzt momentan eher weniger, aber so generell gibt es die tatsächlich noch. Das ist eine sehr lange Tradition. Und Köln ist da sogar bekannt für tatsächlich. Ja. Auch nicht nur in der schwarzen Szene, sondern halt auch tatsächlich unter Punks und so. Das ist, ja, weil sich auch Punks, das ist ja deswegen schwarz-bunt. Genau, deswegen heißt es ja schwarz-bunt treffen, richtig, genau. So, das sorgt immer noch ein bisschen für Aufsehen, wenn dann die Leute dann alle sitzen an der Domplatte. Ja, da freuen sich immer die ganzen Touris, die ganzen, also die ja jetzt nicht mehr, ne. Das ist auch interessant zu sehen, jetzt hast du dadurch der ganze Tourismus oder die, ich nenne sie jetzt mal, ne, ich will jetzt nicht die Schublade, aber die ganzen Asiaten, die sonst immer zum Dom gekommen sind, zum Foto machen, hast du nicht gesehen. Das Foto bringe ich dir mal rein, da habe ich tatsächlich mit dem René irgendwie aus, wo kam der denn nochmal her, irgendwo aus Hessen, also so ein etwas komponenterer großer Gruft, die mit auch den Haaren hoch, meine Wenigkeit, damit noch mit dem großen Iro und habe ich ein Foto, da stehen wir halt, so wie so ein Wimmelbild, also nur Japaner. Alle mit Fotoapparat, hat irgendeiner von oben fotografiert von einem alten Kiosk damals. Geil. Mittendrin halt zwei schwarze Flecken. Das sind wir halt. Das war sehr witzig. Also, das glaube ich, ja. Das stimmt schon. Ne? Die Japaner sind halt immer da. Und ja, du hast halt, das ist halt normal. Also generell der ganze Tourismus und auch diese ganzen Duty-Free-Shops, die halt so um den Dom alle versammelt sind, oder wie in jeder Stadt, um jeden Hauptbahnhof. Mhm. Ja, das fehlt halt. So. Das ist, ja, klar, ist halt so. Die wollen ja auch zum Dom, ne? Und wenn da gerade mal Gruft hier sind, ist das natürlich doppelt. Ja, ja, klar. Ne? Ja, und es ist halt dann wirklich viel. Also es ist eine sehr große Menge an Menschen, aber alle sehr, sehr nett und sehr zivilisiert. Was man ja nicht denkt, wenn man so in Schubladen denkt, die bösen Gruftis und die ganz fiesen asozialen Punker. Hey, sind sie. Ja, gibt ja auch immer Ausnahmen halt, ne? Ich meine, natürlich. Wurde ja auch mal verboten irgendwann, weil da das Domportal beschmiert wurde. Ja gut, das ist eher schlecht. Ja, aber was weiß nicht, wer es war. Also ja, wirst du auch niemals rausfinden. Nee. Ah, Gruft ist eher nicht, weil die lieben ja gotische Bauten. Und ich wollte gerade sagen, das wäre ja Quatsch. Dann, ja. Ja, mal gucken, ob, ob das Treffen oder diese Tradition in Zukunft auch mal wieder stattfinden kann. Mit Abstand. Ja, ja, nee, aber man kann ja einen Meter Abstand oder was könnte man ja da. Ja, stimmt, die Domplatte ist ja groß genug, ne? Sollte hin. Ja, aber das ist ja nicht so ein Zweck der ganzen Übung. Ne? Das ist ja wie so ein Familientreffen. Ne? Man umarmt sich, man liegt sich in den Armen, trinkt was zusammen, hat Spaß. Eben. Schaut dann, was der Abend noch so bringt. Was ich halt so schön finde, ist in dieser schwarzen Szene auch diese Diversität. Es gibt ja tausend verschiedene Strömungen, ähnlich wie beim Metal oder auch beim Punk. Mhm. Und das ist immer ganz, ganz interessant zu beobachten, ne? Wenn die Leute dann quasi in der Ausgekleidung unterwegs sind und du dann das auch so ein bisschen zuordnen kannst, wer welche Art von Musik dann hört zum Beispiel. Also ich habe da so ein bisschen eine Schwäche für diese ganze Batcave-Geschichte, wo sich dann quasi der Punk mit der schwarzen Szene mischt, kann man so sagen. Mhm. Ich glaube, das letzte Konzert, das ich in die Richtung gesehen habe, war Ain't Sex Fiend in Luxor. Das war eine ganz lustige Nummer, das ist noch gar nicht so lange her. Das war auch richtig gut, das hat wirklich Spaß gemacht und ich mag das, wenn so eine Szene sich vermischt, also wenn das nicht alles so ein Einheitsbrei ist. Ne? Ja. Ja, wenn die Leute korrekt sind, kommen wir mit allen klar. Ne? Ja. Wir sowieso. Ja, das ist ja eher meistens tatsächlich leider so die äußere Betrachtung, die das so suggeriert, dass dann alles irgendwie gegeneinander kollidiert oder sich nicht leiden kann, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ich finde das schön, dass sich das so ergänzt. Ne? Ja, absolut. Dass wieder viele Subkulturen zusammengefunden haben, wo man halt nicht immer direkt auf die Fresse kriegt. Ne? Und wo nicht jeder den anderen wieder nicht mag oder warum auch immer nicht mag, weil man sich gar nicht kennt. Fand ich auch damals bei unserer Hellnight ganz geil. Da haben wir mal so eine Party gemacht, so ein bisschen Rockabilly, Gothrock, Psychobilly, ne, Rock'n'Roll, also alles völlig gemischt. Und da war ja alles dabei, Hörnchen, Skins und Gruftis, Metaller. Ja. Und das war irgendwie geil, ne, weil jeder irgendwie miteinander klar kam. Richtig, richtig. Ja, so gehört sich das ja irgendwie absolut, auch. Absolut, ja. Das ist absolut richtig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sowas in Zukunft mal wieder richtig stattfinden kann. Das klappt ja eigentlich. Wir hatten ja jetzt das, in Köln gibt es auch das Amphi-Festival. Ja. Das hat ja dieses Jahr auch nicht stattgefunden. Stimmt. Und da haben wir dann halt das Anti-Amphi draus gemacht. Ah. Weil am Amphi-Gelände kann man ja trotzdem in diesem schönen Stadtpark sitzen. Richtig. Also, oder wo diese Bimmelbahn fährt. Genau, ja, ja. Und da haben wir uns dann mit ein paar Leuten eingefunden. Und das war auch wieder ein schönes Meeting, aber auch wieder mit Abstand. Ja, ja, klar. Und aber da waren, ich glaube, 50, 60 Leute waren da. Ja, zwar keine Musik im Hintergrund, aber die denken sich dann. Ja, halt aus der Box, aber es geht halt auch. Ja, stimmt. Man hat auch die Bands, die man mag und nicht die, die da zum Teil spielen. Ja, ja. Ja, nee, es war gemütlich. Ja. Musst du mal nächstes Jahr dabei sein. Sehr gerne. Falls es wieder nicht stattfindet. Man weiß ja nicht, ich hoffe ja, dass es wieder stattfinden wird. Aber
Ja, 2021 wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. 2020 ist ja quasi schon vorbei in dem Sinne. Und 2021 wird auf vielen Ebenen spannend. Daher, ich würde sagen, man kann nur vom Besten ausgehen, in der Hoffnung, dass es auch so kommt. Und dann, ja, wir machen ja sowieso weiter. Ne, also, egal wie es jetzt aussehen wird in Zukunft, daher, wir bieten weiterhin Leuten eine Plattform. Und ja, gucken wir mal, was wir noch die nächsten Jahre so Schönes auf die Beine stellen. Und dich kann man jetzt am besten einfach wirklich unterstützen über diesen Online-Shop. Ne? Auf die Webseite gehen, mal gucken und denke ich mal. Genau, das kann man immer gerne machen. Genau, einfach artofdark.net mit Bindestrichen dazwischen. Aber Flyer waren ja auch eingeblendet. Ja, tatsächlich, wenn man Art of Dark bei Google eingibt, ist die erste Adresse. Genau, daher. Die richtige. Ja. Genau. Nee, ist nicht immer. Nee. Ja, das ist. Es gibt wohl auch eine Band in Amerika, die so heißt. Ach krass. Keine Ahnung. Ja gut. Die werden sich nach euch benannt haben. Ich mein. Die haben sich extra nach euch benannt, das finde ich dann schon wieder schön. Die haben sich dann, ich glaube, wir sind länger da, das stimmt schon. Ja, also, als Geschichte, ja. Ja. Aber finde ich auch lustig halt. Die eigene Hausband ist immer gut. Da sollte man vorbeikommen und spielen. Ne? Mal gucken, ob das mal klappt. Ja, ja. Ihr hattet ja auch in ein, zwei Bildern, hat man ja auch gesehen, ihr hattet ja auch mehr oder weniger oder doch berühmtere Gäste, die dann sich entweder verirrt oder mit Absicht dahin gekommen sind. Ja, ja, es gibt ja genug Leute, die es interessant finden. Also klar, aus der Szene sowieso, also Diary of Dreams, ja, ist halt eine bekannte Band, die haben wir mal ausgestattet für die 98er Tour zum Beispiel. Oh. Und dann ganz witzig war mal Mark Medlock, ja, der mal da war. Der DSDS-Dato nicht. Das glaube ich. Autogrammkarte da gelassen, nachdem er eingekauft hat, da meinte ich, okay, wer bist denn du? Und dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, in der Bildzeitung gelesen, dass er halt bei DSDS da was mitgemacht hat, aber genau, war ein sympathischer Mensch auf jeden Fall. Wie gesagt, kann ja auch jeder reinkommen und gibt auch genug Leute, die das geil finden, ne? Die Accessoires oder. Ja, vor allem ist es halt auch mal unabhängig davon, ob man jetzt irgendeine Art Berührungspunkt mit Metal, Punk, was auch immer, Goth hat, ist es einfach mal interessant, mal sich das anzugucken, was da überhaupt so geboten wird. Also es ist ja, ne, wenn jetzt jemand gar keine Berührungspunkte damit hat und sich einfach nicht vorstellen kann, was es ist, dann ist es, finde ich, eine sehr, sehr gute Idee, einfach mal in so einen Laden wie dahin zu kommen und einfach mal zu gucken und sich einfach vielleicht mal ein bisschen was erzählen zu lassen, um gewiss einfach mal den Horizont ein bisschen zu erweitern. Das sollte man ja sowieso. Ja, ja, definitiv, aber viele Leute haben ja so ein bisschen diese Berührungsangst, diese falsche Scham, die ja eigentlich vollkommen unberechtigt ist. Die haben Pech gehabt. Also, ich mein, ja, nein, ja, genau, die haben Pech gehabt. Ich mein, scheiß auf die. Ich kann ja in irgendeinen Laden reingehen, habe entweder Glück und das ist schön oder ich finde was Lustiges. Ist ja auch mit Clubs genau dasselbe oder mit Kneipen. Das ist richtig, ja. Aber wenn ich erst gar nicht reingehe, dann weiß ich ja gar nicht, was mich erwartet. Und dann kann ich auch nicht mitreden. Exakt. Ja. Deswegen, wenn man ab und zu mal auch komische Musik hört und erstmal Hausmusik gehört hat und merkt, das ist halt scheiße, dann weiß man auch, dass es scheiße ist, weil es einem nicht gefällt. Das ist halt so eine ganz einfache Sache dann. Ne? Ist das eine Bar? Das ist dann im Sarg? Oh ja. Eine Sargbar, ja. Die hat ein guter Bekannter von uns gemacht. Oh, die habe ich mich schockverliebt, die Sargbar. Ja, die gehört ja. Da habe ich den Preis an, gesehen und habe ich mich scheiden lassen. Ja, die kann man tatsächlich käuflich erwerben. Du hast halt eine. Ist handgefertigt, das ist sehr wichtig zu sagen. Ist kein China-Schrott. Genau, ja, ja. Unikat mit den 4 Portionierern und im Deckel hast du dann auch die Möglichkeit, die Gläser reinzustellen. Den Hintergrund kann man beleuchten. Es wird immer besser, wenn du davon erzählst. Weil das ist genau der Sarg, mit dem man unter die Erde möchte, finde ich. Ja, du garantiert. In der eigenen Bar, ja. Dann lässt sich das aushalten. Ein bisschen zusammenklappen. Ne? Ah, hier sehen wir auch gerade hier die Kunst vom Captain Clown. Captain Clown. Mhm. Hiermit auch, Herr Captain, wenn du das siehst, ne, kannst gerne mal vorbeikommen, ich würde mich freuen. Finde ich auch cool, weil der ist sehr kreativ. Ja, ja, definitiv. Sehr kreativer Mensch. Ah, das finde ich auch schön, diese Ausschnitte vom Express. Ja. Mit den unfassbar guten Schlagzeilen. Ja, das passt halt. Ne? Der Flug passt dann auch noch. Ja, ja, eben. Ja. Das sind ja so Sachen, die über die Jahre gesammelt wurden, die dann in Kästen immer hängen von dem Express. Und irgendwie passte das zum Laden. Ja, definitiv. Ja. Die haben es halt auch drauf, sehr interessante Schlagzeilen zu posten. Ich weiß immer noch nicht, wer der Mann mit dem dunklen Mantel war. Aber ist schwierig.
Aber bei uns gibt es viele davon. Ja, das ist dieser Festival-Klassiker, ne? Ich suche meinen Freund, wie sieht er denn aus? Lange Haare, schwarzer Pullover. Genau. Ach, der! Richtig. Der und noch ein paar andere sind da hinten. Genau. Das ist immer schwierig, der Täterbeschreibung. Ja. Genau. Ja, an. Schwarze Pullover, schwarze Hose und einen Rucksack. Wow. Danke. Das ist schwierig, dann jemanden zu finden. Also, alle gleich aussehen. Dann sind wir wieder bei dir. Du bist immer schön bunt. Alle sagen das. Seitdem der Geburtstag hatte, hat der Chris sich ziemlich verändert. Stimmt. Ja. Ja. Ja, man wird halt reifer, ne, mit der Zeit. Ja, ja, wie Whisky oder wie rum, ne? Ja, Mann. Langsam mal erwachsen jetzt. Nein. Gut. Was ich übrigens immer sehr schön fand bei dir im Laden ist, wenn ich irgendwas suche, und ich finde das einfach nicht, dann komme ich zu dir, was soll ich, ein Gürtel, ich habe so einen speziellen Nietengürtel zum Beispiel gesucht oder sonst irgendwas, dann komme ich zu dir in den Laden, rede mit dir drüber, du machst dir dann echt den Kopf, versuchst es dann raus und dann kommt mir irgendwann die Nachricht, pass mal auf, ich habe das und das gefunden. Ja, wenn es klappt, gerne. Finde ich sehr angenehm, ne? Ja, ich kann ja nicht den Leuten immer sagen, das, was da ist, müsst ihr kaufen. Also im besten Fall sind die Sachen da und man kann sie kaufen. Aber es gibt halt so Unmengen Zeug und das kann man halt nicht eben alles da haben. Ja. Und wenn dann Leute sagen, hier, hör mal, ich suche das und das, dann schaue ich natürlich auch, dass ich die glücklich machen kann. Ja. Was gibt es Schöneres als einen glücklichen Kunden, der den Gürtel mit Stolz trägt und wiederkommt. Ja, absolut richtig. Auch das tut er. Ja. Sehr schön. Ja, wie gesagt, man kann einfach nur erwähnen, wenn es wieder möglich ist, besucht den guten Kämpfer an seinem schönen Shop am Rathenauer Platz Nummer 4. Ja, und Montag und Dienstag, also morgen und übermorgen geht es ja noch. Genau. Dann haben wir erstmal 3 Wochen zu. Oder länger. Muss man die Merkel fragen, ne? Keine Ahnung. Aber online, wie gesagt, geht es halt noch. Und ja klar, also morgen, übermorgen geht es halt. Wenn ihr nichts vorhabt oder noch Geschenke sucht und mal was anderes unter den Tannenbaum legen wollt, außer Stricksocken. Schädel kommen auch immer ganz schön. Oder ja, so kleine Totenköpfe werden dann gerne mal was schenken. Stimmt, dann besucht den. Es gibt ja noch Parfum oder Gutscheine. Hast du nicht bei dem Laden auch so einen Weihnachtsbaum sogar stehen? Wir haben einen vermoderten Weihnachtsbaum. Dieser vermoderte Weihnachtsbaum? Ja. Wir haben letztes Mal nochmal nachgerechnet. Das war irgendeine von meiner Kollegin, ihre Nichten, die damals noch in der Schule waren und mittlerweile alle im Berufsleben stehen. Die haben damals den Weihnachtsbaum für uns dekoriert. Ja. Hinten im, der steht neben der Sargbar, so ein bisschen versteckt im Fenster ein, also im Fenster. Und das war, glaube ich, vor 14, 15 Jahren. So lange steht er da jetzt? Seitdem steht er da und ist mittlerweile so vertrocknet, so mumifiziert. Ja. Den haben wir einfach so stehen lassen. Das kommt irgendwie schön, das passt irgendwie dazu. Dieses, ja, der hat so einen morbiden Charme, das stimmt. Genau, ein bisschen morbid, ein bisschen modrig. Finde ich gut. Ja. Apropos haben wir, bevor ich es vergesse, wir haben sehr geile Plätzchen bekommen von der lieben Sarah. Sarah, liebe Grüße. Diese Haschkekse, das sind normale Kekse. mit diversen Motiven drauf, unter anderem auch Totenschädel, eine Metalgabel, ein Vogeltier, so andere Sachen. Könnte auch eine Flair, aber kannst dich auch gerne bedienen. Thematisch passend auf jeden Fall, ja. Ja, das stimmt. Wie gesagt, dafür nochmal vielen, vielen Dank, weil wir können nicht backen. Ja, wir haben übrigens auch Schädelmuffinformen da. Ist das nicht ein interessanter Zufall? Kann man auch könnt ihr morgen und übermorgen kaufen, genau. Damit ihr Weihnachten Schädelmuffins habt, anstelle von anderen Muffins. Zum Beispiel. Find man kann gut. Auch Pizza reinmachen. Ne? Also man kann in diesen Förmchen, habe ich gesehen. Das habe ich mal im Internet gesehen. Aber neulich gemacht, genau. Ne? Also kannst du eine Scalzone machen, um die Scalzone genannt. Ich finde das gut, wie du denkst. Das ist super. Großartig. Jetzt habe ich Hunger. Das kann ich nur empfehlen, weil... Merkt ihr, hier lernt man noch was. Hier lernt man Dinge fürs Leben. So wird Scalzone, das. Scalzone, das ist raffiniert. Das ist deswegen gucken wir hier rein bei EDTV, oder? Ja, genau. Ne? Sei smart, kauf im S-Markt. Ja, herrlich. Ja, ich würde mal sagen... Kannst du, wie gesagt, noch einen Keks nehmen, ansonsten, das ist so ein charmantes Drauschen. Nein, ja, ey, was denn? Ich wollte gerade sagen. Den Keks nehmen. Ey, ich darf das. Das ist so schön. Nee, ey, mich freut es wirklich, dass das geklappt hat, weil wir dich ja mehr oder weniger überrannt haben mit unserer Anfrage, weil du ja so, mit sowas eigentlich jetzt nicht spontan gerechnet hast und auch noch nie in dem Ausmaß jetzt gemacht hast. Ich habe nur zugesagt, weil es nicht RTL war. Ja, dann würdest du auch Geld dafür kriegen. Nee.
Stimmt. Der gibt doch kein Geld. Nee, aber da wir ja, da unser Programm ja grundsätzlich besser ist als das von RTL 2 und auch besser als Wetten, dass und Tatort, der jetzt zeitgleich läuft, den aber keiner von euch guckt, weil wir sind besser als Tatort. Hashtag besser als Tatort. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Für diese Hose, von der ich mir tatsächlich nochmal genau dieselbe holen möchte, weil ich sie so gut finde. Also 2 Tage Zeit. Ah, scheiße, stimmt. Ansonsten komme ich vorbei und bring die auch. Also wir haben ja auch den Bringdienst-Service. Siehst du, so werden wir uns einig. Das, ja, ja. Das ist Business, wie es mir gefällt. Ja. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja, habt noch einen schönen Abend. Genießt die Zeit. Wenn wir uns nicht vor Weihnachten sehen, wünsche ich ein frohes Fest, je nachdem, wie das bei dir aussieht. Ja. Einen guten Rutsch in das hoffentlich bessere 2021. Kann ja fast nur besser werden. Ja, ich wollte gerade sagen, nach schlecht kann ja nicht noch schlechter kommen. Ja, wollen wir nicht unken, ne? Nee, aber es wird, also man hat ja jetzt ein Jahr lang Zeit gehabt zum Üben. Also ich finde, jetzt langsam sollten sie es mal hinkriegen. Ja. Daher. Ich freue mich, dich demnächst auch wieder im Laden zu besuchen und das wird, ich war ja sehr lange nicht da, wie ich bei meiner Ankunft gesagt habe, ich war ja früher schon mal ab und an mal da. Ja, es wird schön, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Bis bald. Bis bald. Oh, dann schön, darfst du dich wieder hinsetzen, wenn du Bock hast? Oder? Ha? Schön, dich wieder gesehen zu haben. Ja, cheerio. Cheerio. Auf bald. Bye bye. Tschüss. Willst du dich hinsetzen? Darf ich? Ja, ausnahmsweise. Ich habe einen guten Tag. Das ist der Grund, warum ich sonst nicht in der Dresden vor darf. Ich glaube, ich habe den Chris runtergeschrieben. Wie war das? Vom Fach? Ja. FF? FF. Und er dreht immer noch. Ganz kleiner Chris Tanz. Der dreht auch durchgehend, oder? Der dreht durchgehend, ja. Sehr schön. Ja, den Kämpfer. Er ist schön, wir kennen den guten Kämpfer schon relativ lange. An mich hat er sich jetzt nicht mehr so großartig erinnert, weil ich ja auch alle 5 Jahre mein Äußeres komplett wechsle. Das ist wie bei so einem Reptil, du legst dann die Haut ab und... Ja. Man sprach drüber. Ja, man hörte davon. Ja. Das ist die Eigenschaft, die ich mit den Reptilien teile. Ja, wie gesagt, Herr Kämpfer, sehr guter Freund und auch öfter bei uns im Redroom dann. Und wir versuchen auch immer so ein bisschen uns gegenseitig zu stützen und zusammenzuarbeiten. Ich finde es immer angenehm, ne, wenn man sich da in der Szene gegenseitig ein bisschen pusht. Tatsächlich. Ich will gerade nochmal, ich weiß, es könnte Menschen nerven, aber ich möchte nochmal auf die Start-Next-Aktion von uns zurückkommen. Wir haben bis jetzt, ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann, 200, oh man kann es sehen, mega geil, 218 Euro von 6 Unterstützern. Das Ganze geht noch 28 Tage. Dort gibt es auch ein schönes kleines Werbevideo, was ich jetzt einfach mal dreisterweise anmache. Was glaube ich nicht im Vollmodus geht. Yay, dann lasse ich's. Guckt euch selber an, tut mir den Gefallen. wir haben 2 Erfüllungsziele. Eins ist 1500, eins ist 5000. Das mag jetzt viel klingen, aber tatsächlich, was ihr nicht seht, was hinter den Kameras geschieht und so weiter, der ganze technische Aufwand, damit das Ganze so stattfinden kann, wie es stattfindet, das machst du nicht mal eben mit einem iPhone und einem iPad, auch wenn jetzt hier ein iPad steht. da gehören Kameraleute und Kameramann dazu. Heute ist es Singular, weil wir müssen uns ein bisschen an die Regeln halten. Es gehört ein Regiemensch dazu, das ist der gute Tobi. Grüße von hier aus, er hört mich trotzdem. Und dann gibt es jemanden, der das Licht einrichtet, es gibt jemanden, der sich um den Ton kümmert. Also das sind alles Dinge, wir wollen den Leuten halt auch einfach mal, also wir können niemandem gerade großartig ein wahnsinniges Gehalt zahlen oder so. Es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt hier nach der Show mit einem Koffer voll Geld und einem Elefanten nach Hause gehen, der das in meinem Keller platt tritt. Es ist eher so, dass wir das wirklich sehr, sehr stark aus Leidenschaft machen. Und was bei Startnext zu erwähnen ist, wenn wir unter diesem ersten Findungsziel bleiben, sagen wir mal, wir schaffen es, 1499 Euro zu bekommen am letzten Tag und uns fehlt dann der 1 Euro, dann bekommen wir das nicht ausgezahlt. Das ist ein bisschen anders wie so eine PayPal-Spendenaktion, wo du jeden Betrag bekommst, den du quasi erhältst. Bei Startnext ist es ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen fairer und ein bisschen transparenter. Das heißt, wenn wir diese 1500 Euro nicht erreichen, zahlt auch keiner von denjenigen, der was gespendet hat.
Also dieser Betrag wird erst bei euch abgebucht oder eingenommen, wenn dieses Ziel erreicht ist. Vorher passiert da gar nichts. Und was wir zum Beispiel unter anderem so abgeben, muss ich gerade mal selber schauen. Das ist falsch. Ja, genau, ich sehe es gerade. Moment. Ah, ja. Wir haben zum Beispiel ein limitiertes Angebot. Ein Getränk mit Chris. Chris empfängt euch im Studio am Sandstrand und wird euch das ein oder andere Getränk überreichen. Davon gibt es 3 Buchungen. Also man kann es 3-mal buchen, das Ganze für 40 Euro. Dein Name im Abspann. Wenn die Sendung vorbei ist, wirst du im Abspann glorifiziert. Es gibt ein Dankeschön-Video von mir in 2 verschiedenen Versionen. Einmal für 5 Euro und für ganze 5,50 Euro mit 1,50 Meter Abstand. Es gibt einen Gruß aus dem Podcast, der Bundeslaber. Wir haben auf dem Bleib-zu-Hause-Channel einen Podcast mit Tabby Pilgrim und Lisa. Der heißt Der Boden ist Laber. In dem die 2 Mädels einfach mal so ein bisschen über sich erzählen und sich auch mehr oder weniger kennengelernt haben. Sehr, sehr sehenswert, sowohl als auf Apple als reiner Podcast, als wie auch bei uns auf dem Channel mit Video, was sehr, sehr spannend ist, weil da was passiert. Wir haben Sand vom Strand. Ich denke, das erklärt sich von selber. Dann gibt es etwas Haptisches, und zwar ein Bleib-zu-Hause-TV-Banner. Das ist so ein kleiner, natürlich habe ich das nicht vorbereitet, dass ich den jetzt hier in der Hand habe. Es liegt einer auf dem Klavier, kann das sein? Chris, kannst du mal gucken? Ja, kann ich. Geil. Naja, während wir gucken, ob das hier irgendwo liegt, das ist so ein Banner, der ist so, ne, ansehnlich klein. Also ihr werdet noch nie so einen kleinen Banner gesehen haben, der so geil aussieht. Vielleicht lasse ich gleich irgendwie auf magische Art und Weise einen hier erscheinen. Den bekommst du für 25 Euro. Da sind der Druppi-Bär und das Coroni drauf. Solltet ihr beide nicht kennen, folgt den doch einfach auf Instagram. @Druppi-Bär, @dascoroni. Dann gibt es die Möglichkeit, hinter den Kulissen bei uns zu sein für 42 Euro. Da seht ihr mal einfach, wie das hier bei so einer Show aussieht. Weil ihr seht halt, wie gesagt, nur die eine Seite, logischerweise. Und lernt dann auch mal die andere Seite kennen. Wir geben euch eine sehr safe Führung quasi hinter die Kulissen, zeigen euch die Regie. Ihr seht mal, wie das Ganze so ein bisschen ausschaut und wo das überhaupt ist. Wie meine Zauberkräfte mir eben schon prognostiziert haben, ist hier dieser berühmte Banner. Man sieht anhand, das ist mit einem Brustkorb und das ist dieses Banner. Das gibt es für 25 Euro, ist eines der kleinsten und schönsten Banner, was man sich vorstellen kann. Ich finde es herrlich. Dann gibt es was, da war ich selber ein bisschen überrascht, dass jemand schon dafür Geld ausgegeben hat. Es gibt eine Gitarrenstunde mit mir. Manche oder der eine oder andere weiß, dass ich hauptsächlich in Erscheinung trete bei der Band Ayahuasca und dort Gitarre spiele. Und ja, ich dachte mir, warum nicht? Bietest du mal eine Gitarrenstunde an für 49,99 €. Mag ein bisschen teuer klingen, aber ich finde, das Wort Stunde ist auch bei mir so relativ. Also es kann auch länger werden und wie gesagt, ich bringe oder zeige jemanden, egal was er sehen möchte, gitarrentechnisch. Versteht sich. Ich hatte Bilder im Kopf. Das war mir klar. So, dann haben wir einen Gastauftritt als Assistent. Ja, ich lese einfach die Beschreibung durch, weil die ist pures Gold. Spiele Marin Gelzer, Glücksrad oder dich selbst. In der nächsten Sendung darfst du endlich mal einmal vor die Kamera und bringst den Stars ein Getränk oder was auch immer. Ah ja, aber bitte grüß auch nicht deine komplette Familie. Also so 2, 3 darfst du grüßen, der Rest ist zu viel. Dann Zuschauer beim Back to the Stage Festival, in der Hoffnung, dass wir dann Live-Zuschauer haben können in einer limitierten Zahl. Das dann für 60 Euro für die Tage. Oder ist das nur für einen Tag? 13. Februar? 14. genau, pro Tag. Aber ihr bekommt ein ganzes Festival quasi sehr exklusiv vors Gesicht in einer sehr coolen Location. Welche das im Endeffekt sein wird, werden wir noch eruieren, aber es wird was Geiles. Auch limitiert Tatort-Regieraum, das habe ich mir selber noch gar nicht durchgelesen, muss ich zugeben. Setz dich für 2 Stunden neben Master Tobi in die Regie und schau zu, wie Bleib zu Hause TV produziert wird. Da sind noch andere Menschen und es gibt viele Monitore und Schalter und sowas. Du darfst auch mal kurz dran rumspielen, aber wie immer erst nach Aufforderung.
Und ganz wichtig zu erwähnen, wir haben auch Lieferzeiten angegeben bei dem Tatort-Regieraum. Voraussichtliche Lieferung, sobald es Corona zulässt. Daher seid nachsichtig, wenn das nicht sofort funktioniert. Hier dann ein Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, das Back to the Stage Festival, wo ihr dann quasi mit eurer Band auf dem Festival auftreten könnt für 500 Euro. Das Ganze wird aufgenommen und ihr bekommt dann auch die Aufnahme und so weiter und so fort zur Verfügung gestellt. Bild und Ton. Und dann kommen wir zu dem absoluten Highlight, und zwar dein eigenes Musikvideo. Wie ihr wisst, sind wir hier in einem Studio, logischerweise. Das ist nicht unbedingt direkt mein Wohnzimmer, auch wenn es sehr, sehr nah ist. Wir haben es nachempfunden. Wir hatten einen professionellen Zeichner aus Venedig. Der hat auch diese Kathedrale gemalt und der hat gesagt, ich mach das. Und ich habe gesagt, okay. Und dann hat er das gemalt und wir haben es nachgebaut. Und dein eigenes Musikvideo, da könnte ich euch auch direkt am besten zeigen, wie sowas aussieht, denn jetzt würde ich mal gerne das Video von Lisa laufen lassen, was genau in diesem Studio produziert wurde, und dann könnt ihr einfach mal sehen, was man für das Geld bekommt. Das Ganze soll 1000 Euro kosten, ist alles inklusive Kameras, dies, das, Licht, Nebel, ja, ihr müsst einfach nur gut vorbereitet sein und ja, habt den ganzen Tag Zeit, ein mega gutes Musikvideo zu produzieren, und ja, das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Feuer frei. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Dreh mich weiter deine Runden. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Dreh mich weiter deine Runden. Ich werde niemals verstehen, warum das mit uns nicht geht. Ich hab doch selber gesehen, wie wir uns beide bewegen. Du machst mich zum besseren Menschen, gefühlt ziehe ich dich nur runter. Denn bevor du mich halt kanntest, lief dein Leben noch viel runder. Du gehst mir nicht aus dem Kopf, du gehst mir nicht aus dem Kopf. Morgens, wenn ich aufstehe, seh ich dein Gesicht, her. Und abends, wenn ich einschlaf, seh ich dein Gesicht, her. Und morgens, wenn ich aufstehe, seh ich dein Gesicht, her. Und seh ich es mal nicht, weiß ich nicht mehr, wie man spricht. Du gehst mir nicht aus dem Kopf, du gehst mir nicht aus dem Kopf, du gehst mir nicht aus dem Kopf. Dreh mich weiter deine Runden. Du gehst mir nicht aus dem Kopf, du gehst mir nicht aus dem Kopf, du gehst mir nicht aus dem Kopf. Dreh mich weiter deine Runden. Ich schieb vor mir her, eine Entscheidung zu treffen. Ich schieb vor mir her, mich mit anderen zu treffen. Ich will mich grad noch gar nicht von dir entfernen. Ich glaube, das zwischen uns gibt noch mehr her. Weiß noch nicht genau, auf welcher Ebene. Und vielleicht bleibt es so, ja, auch auf ewig, ja. Sag mir noch mal im Detail, wohin das geht. Denn ich weiß noch nicht, wo wir zwei da gerade stehen. Ja, und ich weiß, wir sind die ganze Zeit am Reden. Doch jedes Mal, wenn du da lügst, kann ich es sehen. Du gehst mir nicht aus dem. Du gehst mir nicht aus dem. Du gehst mir nicht aus dem. Fuck. Wenn ich aufstehe, seh ich dein Gesicht, ja. Und abends, wenn ich einschlaf, seh ich dein Gesicht, hey. Und morgens, wenn ich aufstehe, seh ich dein Gesicht. Seh ich es mal nicht, weiß ich nicht mehr, wie man spricht. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Dreh mich weiter deine Runden. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Dreh mich weiter deine Runden. Ja, das war das Video von der Lisa, einer der vielen Künstler, die wir kennengelernt haben in diesem Jahr, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und damit wir das weiter tun können, wie gesagt, diese Crowdhorn-Aktion. Ich habe auch gesehen, das stand gerade an der Seite beliebt, war das irgendwie mit Getränk mit Chris. Ich freue mich darauf. Ich glaube, das ist tatsächlich dann hier am Strand und ich werde euch dann bespaßen. Und wie gesagt, die anderen Aktionen habt ihr gesehen, die es gibt. Die Gitarrenstunde mit Eddie finde ich, glaube ich, auch sehr interessant, weil Eddie ja nicht einfach nur normaler Gitarrist ist, sondern sich auch mit Guitar-Customizing beschäftigt. Das heißt, ja, Eddie, was macht man eigentlich genau als Guitar-Customizer?
Guitar Customer, das ist ein schönes Wort. Tatsächlich schimpfe ich mich Guitar Tech unter anderem. Hole ich mal kurz so ein bisschen aus. Warum mache ich sowas? Ich glaube, ich hatte das auch mal in dem Video erzählt, was ich dann mal, womit das ganze Grauen seinen Anfang genommen hat, erzählt. Ich hatte mal als junger, unerfahrener Bengel, war ich in einem Repair-Shop, weil eine Gitarre von mir Faxen gemacht hat. Jetzt war ich da 18 oder so. Ich habe halt sehr, sehr spät angefangen mit Mucke. Und habe dann eine Reparatur machen lassen. Das Ganze sollte 150 Tacken kosten. Und ich dachte mir nichts dabei. Und irgendwann fing ich dann an, in einem Musikladen zu arbeiten. Und habe dann vom Großmeister Lutz, Blues Lutz, auch wenn ich glaube nicht, dass du das sehen wirst, sollst du es sehen. Liebe Grüße an Danke für alles. Der hat mir dann so ein bisschen das Schrauben beigebracht, weil er gemerkt hat, dass ich da einfach Bock drauf habe. Ja, und irgendwann ist das so ein bisschen zu meiner Leidenschaft geworden, weil ich einfach von vielen Bekannten gehört habe, so, meine Gitarre macht Faxen und spielt sich scheiße, ich will mir eine neue kaufen. Und dann habe ich die Dinger halt mal so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und es hat sich halt rauskristallisiert, dass ich das wohl ganz gut kann. Und dementsprechend habe ich halt vielen Leuten, oder habe ich diversen Leuten jetzt schon in Köln mal die Gitarren, sage ich mal, ein bisschen schneller gemacht. Das ist so ein bisschen wie Autotune, sage ich mal. Okay. Drehst an Schrauben, guckst nach Parametern und schaust, dass die Kiste möglichst schnell fährt. Ja, und das mache ich seit 10 Jahren oder so. Ja, es macht halt einfach Spaß. Ist so ein Ding, da stehe ich drauf. Ich schraube aber auch, wie gesagt, gern generell an Elektronik rum. Das heißt, meine Gitarre funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann bringe ich die zu dir und du kannst die dann quasi... Ja, ich bringe die wieder ans Laufen. Also ich mache aktuell, ich würde alles machen außer quasi Fretjobs, das heißt die Bünde austauschen, weil mir dazu das Werkzeug fehlt im Moment. Ansonsten mache ich ziemlich alles. Also auch so gebrochene Hälse, die kann ich fixen und so ein Kram. Aber meine Spezialität ist tatsächlich, das Maximum aus dem jeweiligen Stück Holz rauszuholen. Weil du kannst selbst aus der günstigsten, sage ich jetzt mal 100 Euro Music Store Gitarre, ein spielbares Instrument machen. Ja. Ob es dann gut klingt, das ist eine andere Frage. Da sind andere Komponenten, die da eine Rolle spielen. Aber das Spielgefühl an sich, so, das ist, kann man auf jeder Gitarre relativ gut optimieren. Ja. Also, das ist so. Das würde ich halt sehr, sehr gerne machen und was Leute wohl anscheinend schätzen. Da können Sie sich auch hier melden, ne? Ja, theoretisch kann man mich auf diversen sozialen Medien wie Instagram anschreiben oder Facebook. Oder falls ihr dir oder mir auf Instagram noch nicht folgt, könnt ihr das auch gerne tun. Es ist nur ein Klick, aber uns bringt das immer so ein bisschen was, weil Reichweite ist dann Werbung, mit der wir dann quasi das Ganze hier wieder ein bisschen pushen können. Dementsprechend folgt Chris, folgt mir, folgt Truppibär, folgt dem Coroni, die zwei sind auch im Hintergrund zu sehen, ein Herz und eine Seele, folgt Bleibt zu Hause TV, abonniert, macht, tut. Also es ist tatsächlich, es ist ja wirklich nur ein Klick, ich mache es ja selber auch bei anderen Leuten und es bringt tatsächlich was, also es ist halt so. Und wo wir gerade beim Abonnieren sind, nochmal ein sehr, sehr großes Dankeschön an Bambulis Chili, die mal wieder hervorragendes Catering gestellt haben. Wenn ihr die nicht kennt, checkt aus, Bambulis Chili, auch auf allen möglichen sozialen Medien. Give Chili to the people. Es klingt lapidar, Chili, die meisten Leute kriegen dann stellen sich die Haare hoch, weil Chili ist so ein wehleidiges Thema. Ich mache so ein Partyessen, ist das meistens ja. Ja, gerade aus dem Band, im Bandbezug, so du kommst irgendwie in eine Location an, da kommt Chili. Der Veranstalter und sagt, meine Freundin hat 7 Stunden in der Küche gestanden wegen ihrem Chili und du stehst da und siehst da dieses traurige, du willst es einfach beenden, was da in diesem Topf vor sich her bewegt. Und du denkst so, danke. Besonders peinlich wird es dann, wenn wer auch immer das Chili zubereitet hat, dann nach der Show kommt und fragt, und wie hat's geschmeckt? Und du dann irgendwie so mit halben Magenkrämpfen in der Ecke hängst so, gut. Ne, aber wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr geiles Chili mit frischen Zutaten, top. Also auch die Rezeptur ist halt nicht so dieses 0815 Chili. Guckt euch an, ich glaube aber... Südstadt ist das. Ja, Südstadt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das mit Gastronomen ab Mittwoch ist. Ich weiß, Supermärkte haben auf. Ich glaube, Außerhausverkauf geht. Außerhausverkauf geht. Die Regeln, die ändern sich halt auch im Moment. Also sollte man Bambulis Chili aufhaben und ihr habt mal wirklich Bock, diesen schlechten Geschmack vom Chili aus eurem Gedächtnis zu löschen, geht da mal hin, ohne Quatsch. Es ist preis-leistungstechnisch der Wahnsinn und es schmeckt einfach wirklich, wirklich gut. Und ich habe wirklich, wirklich viel Chili essen müssen in der Vergangenheit.
Denn jedes Backstage hat ein eigenes Chili. Es ist wirklich so. Und ich glaube, die reichen das so jeweils in einem Topf. So wie so ein, weißt du, wie so ein Laib Brot, wo du immer so die Mutter so weiterreibst. Stimmt, so. Ja, es gibt diesen Chili. Ich glaube, beim Chili ist das auch so. Ich habe da so ein Gefühl, dass es irgendwo so ein Ur-Chili gibt, was richtig schlecht ist. Naja, das von Bambule ist richtig gut. Ja, wie gesagt, eben haben wir ja das Video gesehen. Was, so kann es halt aussehen. Ja. Wie es dann im Endeffekt in eurem Kopf aussehen muss. Also wie gesagt, ihr könnt halt ein Studio-Video machen. Das heißt, ihr bekommt halt jetzt keine Location angemietet irgendwo draußen, irgendwie wie so eine Mondlandschaft oder weiß der Geier was. Das wird eine Studioaufnahme, wo ihr halt einfach mit eurer Band oder auch als Solokünstler, wie zum Beispiel Lisa in dem Video, performen könnt. Und das dann halt mit den besttechnischen Mitteln, die uns zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Man muss auch sagen, wir versuchen immer abzugraden, so gut wie es geht. Immer in relativ kleinen Schritten, so dass wir halt auch einfach technisch immer den Geist der Zeit bedienen. Und ja, ich würde mal sagen, ich würde dich jetzt einfach mal kurz nochmal wieder an die Theke beordern. An die Theke bitten. Denn wir haben, ja, ich würde dich gerne die Theke tippen, ja. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr, aus welcher Nachtsendung des deutschen Fernsehens stammt der Kommentar, darf ich Sie bitte an die Beke titten? Schreibt das bitte unter einen Kommentar. Wer das schreibt, bekommt so einen Banner zugeschickt. Nee, Quatsch. Haben wir so altes Publikum? Weiß ich nicht. Das ist schon was länger. Genau, ja. Wer das schreibt, darf sich aussuchen, ob Chris oder ich was trinken müssen. In Form von Schnaps. Oh Gott, gucken, ob das passiert. ja, wo ich gerade mich selbst unterbrochen habe, war, dass ich gerne jemanden hier zuholen möchte. Wir haben seit neuestem quasi ein neues Format, und zwar nennt sich das die Disco Schälsig. Schälsig wie die andere Seite von also Mülheim, Kalk, dies, das, ja, die Schälsig, wie der Kölner so schön sagt. Ja, und da würde ich gerne den Ingo, aka so viele DJ-Namen, wie ich es mir nicht merken kann, reinholen. Und ja, ist der da? Wo ist der? Ah, da kommt er. Ingo, du Lümmel. Hallo. Hallo. Hier, darf ich dich bitten, das Mikrofon zu nehmen? Ah, da ist das. Man hört mich gar nicht, oder? Ne, jetzt hört man dich, also wenn es an ist. Da ist das Mikro. Und, hast du dein Mikro an? Ist gut, alles gut. Alles ja, ist ja, gut? Ja, ja. Gut. Ja, erzähl mal von deinen ganzen Kosenamen, die du so hast. DJ, wie war's? DJ Plattensprung? Der neueste ist DJ Nadelsprung. DJ Nadelsprung. Ja, dich haben wir jetzt auch schon ein paar Mal quasi gesehen. Einmal über die Partei, ja, weil du dort auch Mitglied bist. Und seit neuestem als DJ auf DJ Schälsig. Erzähl mal. Die Disco Schälsig. Die Disco Schälsig, ja, ja. Wow, wo soll ich da anfangen? Am besten am Anfang. Kennst du New Wave? Da habe ich schon mal gehört, ja, ja. Der Mann eben hat mir davon erzählt. Er hat gesagt, neue Welle. Ja, damit hat es eigentlich angefangen. Das war in meinem Kopf. Und kennt ihr euch? Wen genau? Den Herrn Kämpfer? Der andere Mann von der eben. Andere Mann, ja. Der hier war? Mhm. Wir haben uns gerade unterhalten, ja, und zusammen getrunken. Ja. Er hat auch gerade noch ein bisschen gehustet. Oh. Du weißt wieso, ne? Ja, aber ihr saßt ja, ne, wir haben ja extra. Ja, die Stühle, ja, ja, das, ne, ist also da auch alles Corona-konform. Ich bist ja auch mit Maske reingekommen, ne? Also Maske auf, alles ist, ne, gut. Wer hustet, behält's für sich. Genau. Disco Schälsig. Richtig. Ich bin ein großer Anhänger der elektronischen Musik, gerne auch tanzbar. Kommt aus dieser New Wave-Szene. Da, ja, fing das alles an, wo Bands tatsächlich Synthesizer und solche Dinge benutzt haben, und das hat mich irgendwie geprägt. Und über die Jahre, man hat einen anderen Job gemacht, komme ich jetzt so ein bisschen mehr dazu, das noch wieder aufleben zu lassen. Viel habe ich früher am Deck nicht gemacht. Meine Brüder hatten zum Glück Plattenspieler, die man ein bisschen rumspielen konnte. Ja. Wenn die Eltern aus dem Haus waren und die Brüder auch, dann durfte ich an die Platten ran. Sonst natürlich nicht. Wenn da Kratzer drauf waren, dann war natürlich ganz hardcore. Ärger. Ich bin ein bisschen durstig. Ja. Hast du ein Bier? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen trinken möchte. Ey, der ist total gut. Ja? Ja, ja. Oder du kannst kreativ sein. Das ist ja nicht Büchsenbier, und Dosenbier macht schlau, das weiß jeder. Ich nehm so eins zum Spülen, okay? Ich meine, ich würde gerne echt eins von diesen Kreationen haben wollen. Könntest du mir in einer Umdrehung vielleicht eine Zigarette mitbringen? Ja. Finde ich total liebreizend. Komm mal hin. Dankeschön. Ah, kriegt er jetzt auch sowas? Ja, er kriegt beides.
So dezentes, hohles so Lachen aus dem Hintergrund. So lernt man sich kennen. Ja, Ingo. Musikstile vielleicht. Musikstile, ja, die sind auf jeden Fall vielseitig. Wir haben ja schon was von dir auf dem Channel. Ah, ich habe ja gerade, als ich da vorne saß, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich wie ich starten sollte. Ja. Hab's jetzt total vergessen. Ja, ist nicht schlimm. Ich wollte vorne damit, ich wollte eigentlich damit anfangen, dass ich sagen, vielen Dank für Bleib zu Hause TV, dass ich jetzt hier auch auf diesem Sender meinen Beitrag leisten kann. Mal gucken. Ja, wir geben Menschen ein Zuhause. Ja, tatsächlich. Und das ganze Team, ihr, Tobi, Eddie, Chris, soll ich es alle aufzählen? Lutz, Max, ja. Und ich wollte euch eigentlich nur mal... Das schneiden wir. Ich weiß nicht, wo die hingucken soll. In meine Augen. Und nochmal vielen Dank. Das ist echt cool und macht total Laune. Und vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Hier sehen wir übrigens... und eine Performance? Das ist im Habitat, im natürlichen Habitat. Was hat ihr denn da auf dem Kopf? Das weißt du, glaube ich, besser als ich. Kopfhörer. Es sieht aus wie Hasenohren. Man muss auch dazu sagen, du hast immer einen exquisiten T-Shirt-Stil, den du dann an den Tag bringst. Vielen Dank. Ja, es ist so eine kleine heimliche Leidenschaft. Ich meine, was hat man denn in der heutigen Zeit noch? T-Shirts. Ja, aber das ist tatsächlich ein Hobby, was wir teilen. Ich liebe ja auch T-Shirts. Ich habe auch eine sehr umfangreiche Sammlung. T-Shirts sind geil. Ja. Ich finde Klamotten ja lästig. Ja, das die sind immer so hinderlich, finde ich. Kommt drauf an, ne? Ja, guck mal, ihr habt das drüben auch, ihr hattet das nicht so mit den Klamotten. War es wirklich so schlimm bei dir? 40 Jahre leid. 40 Jahre leid, hat nichts, ne? Ich war ja noch nicht so häufig hier, aber da sind ja Sachen dazu Tage gekommen, wo ich sagen, Halleluja. Ey. Wir hatten ja nichts. Wir reden ohne Kameras drüber, bitte. Man findet dich aber auch noch, also mir fallen gerade so viele Sachen ein. Einmal das Corona, das ist ja... Das kommt ja auch aus deiner Ecke quasi. Entschuldigung, dann muss ich noch mal weiter ausholen. Die Disco-Schädel-Sig ist natürlich nur in meinem Kopf entstanden und... Darf ich dich ganz kurz bitten, nimm noch Macaroni hinter dir gerade. Oh, Macaroni? Ja, Macaroni. Ey, Macaroni, komm mal her. Ja. Ich kann das noch mal hochhalten. Ja, genau, das ist Coroni. Keine Angst, das will nur spielen. Ja. Ein Virus zum Liebhaben und Kuscheln. Und das kommt aus dem Institut für Therapie und Remidemi. Absolut, genau. Erzähl mal was dazu. Da sind zwei Personen. Mhm. Eine davon bin ich. Das ist gut. Und die andere Person ist die Andrea Reit. Liebe Grüße an die Andrea. Meine beste Freundin und mit der habe ich diesen Laden halt gegründet. Wir haben angefangen halt meine Bilder zum Teil auszustellen. Mhm. Ich mache halt auch noch Fotos nebenbei. Ja. Und deshalb hängen da mal andere Künstler oder es traten Bands auf oder wir haben auch den Herrn Gunnar Kaiser, Kölner Philosoph, Lehrer, oder sehr, sehr, sehr viele Anhänger gucken sich diesen Herrn an. Mhm. Der hat quasi auch schon bei euch. Ja, genau, genau. Ist das so ein Bild von dir? Ja, ne? Ach, guck mal, hier, Zauberei. Oh ja, ja, ja. Das ist doch hier ganz in der Nähe gewesen, das ist auch ein Kölner Motiv. Das ist da am Hansaring. Der die Unterführung Saturn, oder? Ja. Jetzt habe ich den Namen. Hab ich den Namen vergessen. Maybach. Ja, stimmt, genau. Ja, und du hast so, genau, du fotografierst auch gerne so verlassene Plätze. Ja, Lost Places. Ja, Lost Places. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Ja, aber hier in der Nähe ist natürlich auch total alles abgegriffen. Also es ist eine Seltenheit, dass du dann auch irgendwie was findest, was sonst so machst. Das sind bevorzugte Nachtaufnahmen. Da stört dich keiner vor der Kamera, außer du willst Personen haben. Ja. Dann hast du deine Ruhe. Dauert halt ein bisschen länger. Oh, hier. Achtung. Wer weiß, wo das ist? Die verbotene Stadt. Düsseldorf. Das ist im Mediahafen. Ich hörte davon. Chris kriegt ein paar Punkte von mir. Yes. Ja, das ist geht das über den Sender? Ach, boah, weißt du, das ist bei Live-Shows weiß ich das nicht, ob das live ist. Das ist live? Ja, ja.
Also kann man sagen, dass das Institut eine Galerie ist? Ja, ich habe angefangen, da eine Galerie reinzubauen, weil Andrea ist Psychologin und empfängt dort auch Gäste. Also alle Leute, die Probleme haben, kann ich nur empfehlen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir können auch seriös. Und deshalb gibt es ja nur das Institut für Therapie und Remi-Demi darüber. Damit man noch mal ein bisschen anderen Blödsinn machen kann. Wo findet man das? Im Internet. Es gibt unsere wunderschöne Seite mit www.institut-tr für Therapie und Remi-Demi.de. Ah, das ist wichtig. Merkt euch das. Besucht und natürlich die Seite. Auch nach Facebook und es gibt das Coroni auf Insta. Mhm. Also es gibt mannigfaltig Möglichkeiten, uns zu finden. Höchstwahrscheinlich auch in der Beschreibung dieses Videos. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass das vorbereitet wurde von dem, von dem Team, welches das hier alles organisiert. Was ist das eigentlich für ein Bier? Das sind schwedische Biere, die ich immer einkaufe für die Osterbiersuche. Also jedes Jahr so um die 700 bis 800 Dosen. Oder besser? Tatsächlich, nein. Dadurch, dass sie in Schweden und Dänemark so hohe Alkoholsteuern haben, ist das Reimport wesentlich günstiger, als wenn wir bei uns Bier kaufen würden. Und das heißt, es gibt eine Firma, die beschäftigt sich mit nichts anderem, als Bier über die Grenze nach Deutschland zu fahren und dann im Internet zu verkaufen. Das sind meine Freunde. Ich mag so eine Menschen, die sich wirklich einen Kopf machen. So, und da kannst du dann halt relativ günstig das Bier kaufen. Und für die Osterbiersuche, die wir jedes Jahr durchführen, kaufe ich dann immer so 700, 800 Dosen, die ich mir per Post liefern lasse. Das ist doch geil, Alter. Der Typ, der das liefert, der tut mir so leid. Ja. Ja, aber ein bisschen als Arbeit. Ich sorge halt für Herausforderungen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und ja, dieses Jahr durfte die natürlich nicht stattfinden. Das heißt, von diesen 800 Dosen sind immer noch 400 da. Wie das passieren konnte, weiß ich nicht, aber sie sind noch da. Und damit werden wir uns auch nicht beschäftigen. Ja, da passiert doch demnächst was, oder? Richtig, genau. Wir werden die hier per Sendung dann quasi an den Mann bringen, um die Osterbiersuche zu retten. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Das wird eine sehr lustige Geschichte, glaube ich. Und schon wieder alles bei bleibzuhause.tv. Tatsache, auch sehen, ja. Ja. Wir können auch Verkaufsfernsehen. Ja, cool, wir können auch QVC, cool, das kriegen wir hin. Cool. Vielleicht wird ich das ganz. Auch, ich kann hier so ein bisschen leaken, wenn ihr wollt, oder? Kommt drauf an. Ja, ich habe mit Tobi hat mich schon abgenervt. Hat er? Ja, ja. Ich habe jetzt schon die Domainrechte sind schon für Seelenwohl TV gesichert. Das Ding ist schon meins. Mhm. Es gab ja mal einen kurzen Ausschnitt davon und. Ziemlich bräsig. Zu dieser Karnevalssendung, richtig? Ja, ja, ja. Ich habe Tränen gelacht. Das ist wirklich, wirklich so gut. Komm, also sag bloß, du hast ja. Willst du da was raussuchen? Ich überlege gerade, ich gucke gerade. Ich kann dir die Zeit überbrücken. Aber nee, was sagen kannst, was ja viele nicht wissen, ist, dass du uns ja quasi geholfen hast, diese ganze Start-Next-Sache ins Leben zu rufen, weil wir sind ja so unfähig, was sowas angeht tatsächlich. So will ich das jetzt auch nicht behaupten. Also. Nee, aber wir sind ja, da sieht man es wieder, genau. Ja, genau. Ja, weil ich persönlich finde es einfach wichtig, wenn solche Menschen, die einfach Böcke haben, irgendwas zu tun, Hilfe kriegen können. Ja. Und das war seit dem ersten Kontakt mit Tobi so und mit dir offene Arme, viel Raum für Möglichkeiten, die hier entstehen. Ich meine, ich habe das Studio jetzt auch schon ein paar Mal gesehen und es verändert sich halt immer. Und, richtig. Flexibel für Leute, die wirklich irgendwie Böcke haben, was Besonderes zu machen. Weil Technik ist super, läuft stimmt, alles. Stimmt, ja. Außer wenn Tobi wieder scheiß Rechner, ich muss alles umbauen. Ja, oder wenn der Chris ihn zum Trinken verführt. Entschuldigung, kann ich rausschneiden. Okay? Ist tatsächlich einmal passiert. Ja. Ja. Nee, da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass du uns da ein bisschen unterstützt und uns mal zeigst, wie dieses Internet in der Richtung funktioniert. Denn du bist ja auch vom Fach, was so Computer und Internet angeht. Ja, ja, eigentlich damit groß geworden als C64-Cracker-Kind. Und ich habe gedacht, das wird mal ein toller Job. Ist es auch. Aber ey, so viele Nullen und Einsen, wie ich gesehen habe, die langweilen mich. Ja, ja, es wird irgendwann, hat man alle Nullen und alle Einsen gesehen, das stimmt. Ja. Das ist traurig. Das erinnert mich ein bisschen an die Gastro, nur Nullen und Einsen sehen. Das ist aber
Können wir nochmal Tusch haben? Da fällt mir eigentlich das Lustigste an euren ganzen, also was heißt, die ganze Sendeformat war lustig und ihr habt diese Astro-TV-Nummer da aufgegriffen. Ja, ja. Mein absoluter Lieblingssender, wenn er immer langweilig ist, Astro-TV einschalten, das göttlich. Ist nichts Schöneres, das ist einfach herrlich. Also ich kann da durchgehend lachen. Die Variante von euch fand ich auch sehr, sehr schön, aber am schönsten fand ich wirklich dieses Anfang 11 vor 11. Das war schon so der erste richtige Lacher. Und eure Außenreporterin, die war fantastisch. Das ist wirklich sehr, Judith. Sehr schön. Ja. Judith ohne H. Ja. Ja, Kracher, draußen auf der Straße. Im Getümmel, was ja, nicht da war. Ja, bricht alle Rekorde. Wunderbar. Großartige Frau, vielen Dank nochmal, Judith. Und auch alle, die mitgewirkt haben. Und nochmal an das ganze Team. Und Kamelle und dreimal Kölle, Allah. Irgendwie sowas. Ja, das Ganze lässt sich ja auch noch weiterhin online sehen, wenn ich mich nicht komplett irre. Also ja, auch nach Karneval sehr sehenswert. Ja, auch mit prominenten Gästen, ja, ne, hier. Ja, Dudinger mit seinem total tollen Hit. Da sind wir Partei. Ja, da sind wir Partei, genau. Und der Herr Brocken war auch da. Ja, der Brocken war auch da. Ja, ja. Ja. Schlimm. Grüße, ja, Grüße an Herrn Brocken. Ja, ne? Genau. An Michael, die Betonung liegt auf Michael. Dem E. Michael. Ja. Michael. 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 So ist schon besser. Bitte. Und du? Ich auch. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zuerst in den Mund nehmen muss. Ich kenne solche Partys. Verzeihung. Oh, herrlich. Bitte nicht, wenn ich was getrunken habe oder noch im Mund habe. Also haben wir das Insti, wir haben Start Next und da sind schöne Sachen. Chris, magst du dich mal vor die Theke kommen? Dann sehe ich auch den Rest von dir, dann kannst du... Ja. Können wir mal alle so ein bisschen im Bild sein. Finde ich auch fair. Ich bereite mir das nur kurz vor. Nicht vergessen, ne? Abstand wahren. Kann er hier Abstand? Nö, sitzt da so auf dem Hocker, kommt ein Stück näher. Cool. So das Meter ist sogar noch meine viel liebere Position am Tresen. Ja. Vorm Tresen. Ja. Kannst ruhig ein bisschen näher kommen. Das ist noch, ich sehe mindestens noch so einen halben Meter Platz. Ja, ja. Ja, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Den improvisierten Stand finde ich total toll. Ja, sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ey. Das war heute eine sehr spezielle Custom Eddie Show, halt mal ohne Live-Act und etwas reduzierter. Nichtsdestotrotz mit coolen Gästen. Ne? Ja. Vielen lieben Dank an den Kämpfer, dass er Zeit gefunden hat, vorbeizukommen und nochmal ein bisschen was über sich zu erzählen. Wie gesagt, wenn ihr morgen Zeit habt und gegebenenfalls was sucht unter dem Weihnachtsbaum, was eine andere Farbe hat als die bunten Kugeln. Geht gerne und geht zu ihm und besucht ihn beim Art of Dark am Rathenauer Platz Nummer 4. Ansonsten dich sehen wir jetzt regelmäßig. Oh ja, genau. Mit der nächsten Ausgabe zum 4. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte den Termin. Aber das ist richtig. Nächsten Samstag 23:55. Ja, ich glaube, das kommt hin, ja. Genau, für alle Spätaufsteher und Freunde der Nacht. Und dann regelmäßig so gute Musik finde, die ich präsentieren darf. Was absolut gar kein Problem ist. Ich will zu gern wissen, wie viele Abonnenten ihr tatsächlich dadurch gewonnen habt. Aber bestimmt. Ich freue mich. Ich freue mich auch über jeden Einzelnen. Ja, absolut richtig. Und ich kenne jetzt auch aktuell gar nicht so ein Format, wo so nachts so ein bisschen... DJing-mäßig, Club-mäßig ein bisschen was gezeigt wird. So kann man einfach mal. Space Night sind kein Thema mehr, oder? Space Night? Boah. da hast du jetzt einmal ein Buch aufgeschlagen, ja. Es gab so zwei Sendungen, die du früher gucken konntest, nachts, wenn du halt einfach nicht schlafen konntest, waren die Space Nights. Und Bahnfahren. Nee, noch viel witziger. Es gab den The Silent Cook. Es gab wirklich einen Koch. Nee, das mit dem Bahnfahren, da bin ich raus. Es gab auch diesen Silent Cook, der halt wirklich die ganze Zeit gekocht hat und nebenbei lief halt wirklich so harter Party-Elektro. Und das war eine sehr schräge Mischung, die mich persönlich sehr amüsiert hat. Mich seine Bahnfahrt, weil die ist mir auch in den Sinn gekommen. Magst du, ich habe gerade via meinem göttlichen Augenmaß ausgerechnet, dass du, wenn du mit dem Holzstuhl bis an den Saum von dem Teppich kommst, das ein unfassbar homogenes Bild gibt.
Das sind so Aufgaben, die rechne ich nebenbei aus. Du machst mir Angst. Ja, ich mir auch manchmal. Das ist krass. Ja, ich glaube, nee, nach meiner Rechnung gehen da noch 5, 16 Zentimeter. Bist du nur von meinem Bier drin? Ja, das kannst du ja mitnehmen, das ist ja mobil. Und ich habe Angst, dass er umkippt. Nee, das passiert nicht, Das hat man gesehen. Das hat er am Freitag auch nicht geschafft. So. Also, wir haben es versucht. War das nicht sofort so ein Liegesitz oder so? Ja, das war gut. Also ich habe sie mir auch nicht nochmal wirklich angeguckt, die Sendung, und ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Oh doch, mach. Das ist bestimmt witzig. Also ja. Du wirst auf jeden Fall wieder Dinge entdecken, die du vergessen hast. Ja, dass du zweimal da warst zum Beispiel. Ja, ja, genau, ich war zweimal da. Ich kann das. Ja. Haben wir noch eine Zeit für eine Kippe? Oder wir können jetzt gemütlich noch ein Kippchen rauchen. Ich würde mal sagen, vielen Dank an alle, die heute wieder zugeschaltet haben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das. Wir haben mittlerweile die 500 Abonnenten geknackt. Das freut uns sehr. Das ist natürlich in der weiten Welt des Internets noch keine so extrem große Hausnummer, aber wir sind extrem stolz darauf, weil wir ja aus der Not entstanden sind und auch noch gar nicht so dieses ganze Internet verstanden haben. Wir tun da unser Bestes und lernen Monat für Monat dazu. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal in circa, ich sag jetzt mal 4 bis 6 Wochen, abhängig davon, was so geht. Ja, wir rauchen jetzt noch gemütlich eine. Ja, das war's. Tschö. Ja, von mir auch. Tschüss. Ja. Und danke. Danke. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord. Straight out of hell. Destroyed forever, and you'll never be back.